Focko. Herbert. Also, sehr spaßig heute hier bei dir. Ja. Also ich merke, du bist Technik durchtrieben, wirklich mit allen Raffinessen. Du forderst mich hier ganz schön. Macht ja auch Spaß. Ich bin immer gut informiert, aber bei dir muss ich ja wirklich, du zählst mich hier aus. Macht Spaß, mein Lieber. Ja. Also sehr geil, sehr cool. Wir haben hier gerade im letzten Video über Fernlicht gesprochen. Da genau. Hast du richtig Gas gegeben. Einer deiner Lieblingsscheinwerfer, Busch & Müller IQ XM. Also das ist nicht was Kleines, das ist schon richtig was Feines. Der hat schon richtig Bums. Der hat richtig was drauf, der Scheinwerfer. Mhm. Aber das ist ja noch nicht... Man kann ja immer alles toppen. Man kann alles toppen. Dafür... Dem Falle, wer Licht hat, ja, hat Licht. Und ich glaube, du bist auch ein kleiner Experte. Du kannst gar nicht abwarten. Ja, ne? Merk das also hier. Coole Sache. Erzähl, was ist das für ein Teil hier? Das ist der IQ XL. Richtig geil. Hat auch schon, wenn man hier mal guckt, eine ganz andere Form. Selten bei Fahrradscheinwerfern. Er ist mal wieder eckig. Bringt ein bisschen mehr Kantigkeit ins Rad. Ist immer zu jedem Fahrraddesign natürlich Geschmackssache. Aber... Wo der Geschmack dann auch mal hinten ansteht, ist einfach die megamäßige Lichtleistung von diesem Scheinwerfer. Also der XM macht ja schon wirklich ein super tolles, großflächiges Licht. Dieser hier toppt das. Echt? Super geil. Ja. Warum toppt der das? Also, ich muss dich ein bisschen zügeln. Wir wollten natürlich ein paar technische Daten. Klar. Also, das ist natürlich wichtig. Nicht nur, dass er wahnsinnig gutes Licht macht, wahnsinnig helles Licht, sondern wir haben auch ein paar Parallelen. Also was ist wichtig zu wissen, wenn man sich für solch einen Scheinwerfer entscheidet und sagt, boah, sehr cool, das Lichtbild zeigen wir gleich nochmal, aber sag mal ein paar technische Daten. Ja, also auch wieder hier ganz wichtig, er funktioniert nur mit 12-Volt-System, weil viel Licht braucht viel Energie, das ist nun mal so. Identisch ist zum Beispiel auch Fernabblendlicht, der Schalter, dieselbe Bedienung. Unterschied ist einfach hier nochmal die Helligkeit. Wenn ihr hier nochmal guckt, also ihr seht da schon am Lichtbild, wenn das Fernlicht zuschaltet, es kommt wesentlich mehr dazu. Und wenn du den Karton mal umdrehst, da sehen wir auch nochmal... Halt. Das geht mir zu schnell. Also, du zeigst natürlich das, dass wir hier richtig Licht haben. Über wie viel Licht sprechen wir denn? Ja, wir haben jetzt hier 300 Lux im Abblendlicht und 250 Lux zusätzlich obendrauf im Fernlichtmodus. Wahnsinn. 300 Lux. Braucht man 300 Lux? Braucht man 300 PS im Auto? Also 300 Lux, das ist etwas, man nutzt diese Lichtstärke, um auch ein größeres Lichtfeld auszuleuchten. Also was immer mehr Menschen nutzen und auch einen super großen Nutzzweck davon haben, ist ein homogenes Lichtbild. Macht schon Spaß zu fahren. Sicher zu fahren ist natürlich der zweite Aspekt dazu, dass wir tatsächlich feststellen, umso schöner die Straße ausgeleuchtet ist, umso sicherer fahre ich. Und gerade genau, in der dunklen Jahreszeit oder in Städten, über Land, durchaus Friesland, durch das schönste Bayern, durch Sauerland, wo wir mit dem Rad unterwegs sind, ist es auch noch hügelig und wir fahren Kurven oder sind in Waldpassagen unterwegs, wo wir merken, ich bin auf Schotter unterwegs, dann ist es natürlich super, mal eben aufs Knöpfchen zu drücken und ich habe Fernlicht, sodass ich keinen Verkehrsteilnehmer blende. Und sobald ich sehe, dass ein Fahrzeug mir entgegenkommt, sei es ein anderes E-Bike, ein Fahrradfahrer, ein Jogger, habe ich mit einem Knopfdruck das Fernlicht ausgestellt. Und das, was du in unserem letzten Video so schön gesagt hast, das kannst du hier auch nochmal anhand der schönen Bilder, die Busch & Müller hier zur Verfügung gestellt hat, erklären, denn wir haben nämlich eine Helldunkelgrenze. Genau. Kannst du vielleicht noch mal anhand der Bilder zeigen. Und auch auf der Verpackung ist das fantastisch erklärt. Genau, unten stehen noch mal halt alle wichtigen Daten in Schriftform. Oben noch mal ganz einfach bildlich auch wieder erklärt. Einmal hier zu sehen, den normal Abblendlichtmodus, 300 Lux. Und hier noch mal mit zusätzlichen 250 Lux. Mein Tipp, fahrt zum Händler vor Ort, guckt, ob er es montiert hat. Seht es euch, wir haben jetzt gerade ja Winter. Seht es euch einfach im Dunkeln selber an, ihr werdet einfach begeistert sein. Das ist so eine Sache, man kann halt schlecht beschreiben, wie scharf Essen ist. Und man kann schlecht beschreiben, wie hell dieser Scheinwerfer ist. Es ist einfach, du musst das gesehen haben. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, ja, du sagst es. Also Busch & Müller als deutsches Unternehmen, wir haben schon mal am Rande erwähnt, Made in Germany. Genau. Also das
letzte M, Busch und Müller Meinertshagen? Herbert, mir kommt eine Idee. Als ich in der Meisterschule war, Busch und Müller hatte auch ein Lichtlabor. Hat ein Lichtlabor, ja. Da könnte man den Scheinwerfer doch mal in Natura sehen und was er kann. Meinst du, dass die mich da reinlassen? Dass wir ich dann weiß mal gucken? Es nicht. Also wir fragen mal, ob wir das mal zeigen können. Die Hell-Dunkel-Grenze, das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Warum ist das wichtig? Ja, wie alles in Deutschland braucht auch der Scheinwerfer fürs E-Bike eine Zulassung. Und die wird natürlich durch diese Hell-Dunkel-Grenze erfüllt, weil er blendfrei ist. Ist der denn zugelassen in Deutschland mit 300 Lux? Ja. Ja, du sagst ja. So selbstverständlich ja. Klar, ist zugelassen. Brauche ich mir bei Busch und Müller ja nie Sorgen drum machen. Ich kann bei jedem Busch und Müller Scheinwerfer einfach ja sagen, weil Busch und Müller einfach Qualität bietet. Und was eben natürlich wichtig ist, wir müssen jeden Scheinwerfer in Deutschland, der im öffentlichen Straßenverkehr ist, dem Kraftfahrzeugbundesamt vorführen. Die Herren und Damen gucken da drauf, gucken sich das aber sowas von genau an, dass der natürlich keinen Verkehrsteilnehmer blendet. Und somit ist diese Hell-Dunkel-Grenze etwas ganz, ganz Wichtiges. Damit, so wie du, die Fahrradhändler diese Scheinwerfer an die richtigen Fahrzeuge bauen und auch eben perfekt einstellen können, dass keiner der Verkehrsteilnehmer geblendet wird. Deswegen auch auf der Verpackung diese Hell-Dunkel-Grenze, die da nochmal sichtbar ist. Und somit können wir dort so viel Licht zur Verfügung stellen, dass man wirklich das Gefühl hat, die Nacht zum Tage zu machen und sicher nach Hause zu kommen, zur Arbeit zu fahren oder sei es aus Trainingszwecken, Hobbyzwecken, weil man gerne Fahrrad fährt. Ein Riesenvorteil. Du sagst es. Auch zum Spaß. Auch zum Spaß, ganz genau. Also, da ihr wisst, ich fahre ja selber gerne Fahrrad und bin begeistert, abends, nachts oder früh morgens mit dem Rad unterwegs zu sein. Und ich bin mit dem neuen Speed von Busch und Müller unterwegs. Da zeige ich euch nochmal ein paar interessante Bilder. Für die Graveler ein Wahnsinnsscheinwerfer, der eben gefahren werden kann, wenn kein Nabendynamo vorhanden ist. Das merkst du auch. Es gibt eine neue Szene im Fahrradbereich. Das ist das Gravelbike. Das Mountainbike ist der Vorreiter seit vielen, vielen Jahren. Und heute stellen wir fest, Gravel, Mountainbike, Freizeiträder, die leicht sind, aber eben keinen Motor in sich haben, trotz alledem genauso unterwegs sind wie eben die E-Bike-Fahrer, dass wir an der Stelle merken, Licht wäre nicht schlecht. Ja, gerade wenn du mit dem Gravel unterwegs bist, ist das eine gute Lampe, super wichtig. Ja, also auch da sollten wir vielleicht nochmal zeigen oder ich zeige euch mal in einem separaten Video Montage, Funktionsweise, Fernlicht einstellen, Akku, spannendes Thema. Da habe ich auch ein paar interessante Features, die wir da nochmal besprechen können. Aber wir haben heute hier über Busch und Müller gesprochen. Wir haben über den IQ XM gesprochen, also ein wirklicher Scheinwerfer, der im oberen Premium-Bereich zu Hause ist, der wahnsinnig viel Spaß macht, der auch noch tatsächlich schick aussieht in seiner, in seinem Aluminiumgehäuse. Zum Thema, was für ein Material wird da verwendet. Also auch das feinste Material. Er ist oberflächentechnisch einfach schick, so dass man auch viele, viele Jahre Spaß mit hat, tolles Licht hat und sicheres Licht. Qualität hast du erwähnt, also auch ein Thema, dass man sicher ist. Made in Germany spricht natürlich auch dafür. Du kennst das, wenn man mal ein Problem hat, hat man mit Busch und Müller ein Problem? Wenn nee. Ja, also das ist auch das. Du magst das, weil es auch Ansprechpartner gibt. Es gibt nicht nur irgendeine Hotline, sondern da gehen auch noch Menschen ans Telefon. Auch ein ganz wichtiger Punkt für dich, glaube ich, dass man als Händler auch einen Support hat, was immer wichtiger wird, weil hinter einem Händler steht immer ein Kunde, der dem schnell geholfen werden muss. Und auch, ich glaube, der Servicebereich in den Fahrradläden wird stärker. Und das ist so. Menschen, die Premium-Produkte kaufen, möchten auch gerne hochwertig bedient werden. Genau. Focko, ich sage auch hier, fantastisch haben wir das erklären können bei dir. Ich sehe auch, an einem wirklich tollen Fahrrad ist der XM montiert und XL, wir haben ja beide gezeigt. Also auch da sage ich vielen Dank für das nette Erklären. Von meiner Seite aus sage ich, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und gerne auch die Glocke betätigen, dann verpasst ihr keins unserer neuen Videos und wir werden immer mal wieder was Neues berichten, was wir denn so vor die Linse kriegen. Ich sage in diesem Sinne,
Vielen Dank. Herbert. Du hast noch was vergessen. Wir haben da noch was vorbereitet. Du hast noch was? Ja. Der hat noch was? Wir haben noch was. Ist ja unglaublich. Focko. Nächstes Mal mehr, ne? Nächstes Mal mehr. Wir sehen uns. Also, bis bald. Euer Herbert. Tschüss. Ciao.